Zwar können sich die Dämonen der brennenden Höllen und die Engel der hohen Himmel auf einen gemeinsamen Ursprung berufen. Auf jenen gemeinsamen Ursprung jedoch können sich wohl nur noch die wenigsten beider Fraktionen erinnern. Was jedoch sicher ist, dass sich beide Fraktionen schon seit Ewigkeiten bekriegen, den sogenannten ewigen Konflikt. Bei jenem Konflikt will eine der beiden Fraktionen die Vorherrschaft. Zwar hat es sich im Laufe der Zeit stets die Waagschale zugunsten einer der beiden Fraktionen geneigt, jedoch niemals so weit, dass einer der beiden jemals tatsächlich als Sieger aus diesem Krieg hervorging. Und so fand der ewige Konflikt immer wieder von Neuem einen Anfang. Krieg folgte auf Krieg, Schlacht auf Schlacht. Ein ermüdender Prozess, wenn man bedenkt, wie lange dies schon immer wieder fortdauerte. Ein Gedanke, der sich sowohl unter Dämonen als auch unter Engeln ausbreitete. Einige von ihnen wurden den immer wieder fortdauernden Kämpfen allmählich müde. Sie waren es leid, immer wieder in der Schlacht gegen den jeweils anderen zu kämpfen. Eine aussichtslose Situation, die, wie schon erwähnt, wohl noch eine Ewigkeit fortbedauern würde. Jedoch gab es doch tatsächlich vielleicht gar eine andere Lösung. Engel und sowohl auch Dämonen begannen, die Waffen niederzulegen und gar in so etwas wie Harmonie miteinander zu leben. Etwas, das man sich wohl denken konnte, auf beiden Seiten nicht gerne gesehen wurde. Denn dies war letzten Endes Verrat an ihrer eigenen Rasse. Doch beide Fraktionen gaben nicht auf. Und einst soll wohl einer der Engel, ein sehr mächtiger von ihnen, mit dem Namen Inarius, ein Erzengel sogar, sich in die Dämonin Lilith, eine der mächtigsten von ihnen und Tochter von Mephisto, eines der oberen Übel, er soll sich in sie verliebt haben. Zunächst wollte Lilith diese Liebe zu ihren Gunsten ausnutzen, doch es geschah anders. Sie empfand tatsächlich auch Gefühle für Inarius, und Inarius fand schließlich einen Weg, wie jene Deserteure, die den ewigen Konflikt nicht weiter fortführen wollten, wie sie in friedvoller Harmonie leben konnten. Inarius nutzte die Macht des legendären Weltensteins. Ein Stein, der die Macht hatte, gar eine komplette Welt zu erschaffen. Eine Welt, die sie Sanctuarium nennen würden. Eine Welt, wo Engel und Dämonen friedvoll abseits des ewigen Konflikts miteinander leben würden, diese Fesseln hinter sich lassen würden und in Eintracht miteinander leben. All dies sollte im Geheimen geschehen. Sanctuario wurde vor beider Augen sowohl Dämonen als auch Engeln erschaffen. Niemand sollte von der Existenz dieser Welt erfahren, außer jene, die tatsächlich gewillt waren, die Fesseln des Krieges abzustreifen. So läuteten Lilith und Inarius mit ihren Gleichgesinnten ein neues Zeitalter ein, und die beiden Rassen begannen sich zu vermischen, und eine neue Rasse sollte aus diesem Vermischen entstehen, die sogenannten Nephalem, besser bekannt als Menschen. Die Nephalem besaßen die Mächte der Engel und der Dämonen. Eine mächtige Rasse war geboren, so mächtig, dass sie gar ihren Ursprung übertreffen sollten. Sie waren mächtiger als so mancher Engel und so mancher Dämon. Und Sanctuario war ihre Heimat, wo sie in Eintracht mit ihren Dämoneneltern, mit ihren Engelseltern und mit ihren Mitnephalem in Eintracht lebten. Jedoch sollte all diese Harmonie getrübt werden, denn etwas Schreckliches geschah. Tatsächlich gelang es irgendwie, dass Informationen hindurchsickerten. Hindurchsickerten an die Ohren der obersten Übel, also den Dämonenherrschern. Und selbstverständlich hatten die Übel Interesse an der Macht der Nephalem. Wäre ihre Macht vielleicht gar der Ausschlagspunkt, um schließlich den ewigen Konflikt endlich für ihre Seite zu gewinnen? So geschah es, dass die Ranken der Dämonenherrscher ihren Weg nach Sanctuario fanden. Sie etablierten eine Glaubensrichtung, die man die Triune nannte.
Eine Religion, die im Geheimen allmählich die Menschen beeinflussen sollte. So beeinflussen, dass sie sich eines Tages den Dämonen anschließen sollten. Jedoch hatten sie ihre Rechnung ohne Innarius gemacht. Innarius bemerkte, dass die brennenden Höllen immer mehr Einfluss auf Sanctuario gewannen. Und so beschloss Innarius, eine eigene Glaubensrichtung zu gründen. So begann der sogenannte Sündenkrieg, der eines Tages jedoch von einem Nephalem mit dem Namen Uldisien beendet wurde. Nach diesem Vorfall beschloss Innarius, die Mächte der Nephalem mit jeder Generation abzuschwächen, bis sie eines Tages gar vollkommen ihrer kompletten Macht beraubt waren und einfach nur noch schwächliche Menschen waren. Und was hatten die Engel der hohen Himmel all diese Zeit über mit den Menschen zu tun? Nicht sonderlich viel, denn ungefähr zu jener Zeit, als die Ränke der Dämonen Einfluss auf Sanctuario hatten, hatte der Angiris-Rat, also der Rat der Engel, der obersten von ihnen, darüber diskutiert, wie sie mit Sanctuario verfahren. Sie stimmten darüber ab, ob Sanctuario zerstört werden sollte oder ob man es einfach in Ruhe lassen sollte und sich nicht weiter damit befassen würde. Jene Abstimmung wurde nur durch eine einzige Stimme, und zwar durch den Erzengel Tyrael, den Erzengel der Gerechtigkeit zugunsten der Menschen, abgewendet. Er setzte sich für die Menschen ein und wollte nicht, dass Sanctuario zerstört werden würde. Und so geschah es, dass sich die Engel von den Menschen abwandten. Sie würden sich nicht weiter in den Belangen Sanctuarios einmischen, jedoch gab es einige von ihnen wohl, die stets ein wachsames Auge auf die Entwicklung der Nephalem, die immer mehr Menschen wurden, hatten. Eine weitere Aktion nach dem Beenden des Sündenkrieges durch die Engel war es, dass das Gedächtnis aller Menschen auf die Vergangenheit ausgelöscht worden war. Sie sollten sich nicht an ihren Ursprung erinnern. Sie sollten vergessen, dass sie einst Nephalem waren. Nephalem so mächtig, dass sie von Engeln und Dämonen gleichermaßen gefürchtet worden waren. Niemals wieder sollten die Menschen zu einer Gefahr für eine der beiden Seiten verkommen. Sie sollten in Frieden auf ihrer eigenen Welt leben. Jedoch gab es einige unter den Menschen, die ihre Fähigkeiten nicht verloren hatten. So zum Beispiel der Nephalem Raphma. Er war der Sohn von Innarius und Lilith und einer der mächtigsten der Nephalem. Raphma war später bekannt als das Oberhaupt der sogenannten Nekromanten. Einer seiner ersten und mächtigsten Schüler war Mendeln. Mendeln war der Bruder von Uldisien und Uldisien war derjenige, der Nephalem, der einst den Sündenkrieg beendet hatte. Mendeln trug die Lehren von Raphma in die Welt und so entstand der Kult der Nekromanten, Hüter, die das Gleichgewicht der Welt in der Balance halten wollen, so dass weder Dämonen noch Engel jemals die Oberhand in der Welt von Sanctuario hätten. Und so geschah es zwar, dass sich die Konflikte zwischen Engeln und Dämonen ein wenig legten, jedoch hatte ein neuer Konflikt seinen Weg in die Welt gefunden. Die Dämonen versuchten, die Oberhand über Sanctuario zu erhalten. Immer wieder versuchten sie, sich Macht dort zu erschleichen. Die Engel hatten sich von den Dämonen fast komplett abgewandt und verzweifelt versuchte Tyrael zu helfen, so gut er nur konnte. Doch immer wieder gelang es den Nephalem, die Pläne der Dämonen zu vereiteln. Nicht zuletzt war Tyrael auch nicht untätig. Er gründete im Geheimen den Orden der Horadrim. Horadrim waren die mächtigsten der Menschen, die sich im Kampf gegen den Dämonen verbündet hatten. Jene Horadrim waren es nicht zuletzt auch, die es einst geschafft hatten, die drei obersten Übel Mephisto, Diablo und Baal in Kristallen einzusperren und ihre Macht und ihren Einfluss somit auch auf Sanctuario Einhalt zu gebieten. Doch auch jenes ist nur eine von vielen Geschichten, die in all der Kneppe nicht gerechtfertigt zu erzählen werde. Jedoch noch ein abschließendes Wort zu den Nephalem. Geboren aus der Zusammenkunft von Dämonen und Engeln, liegt ihnen eine Macht inne, so mächtig, dass sie gar beide Fraktionen vernichten könnten. Das Interessante dabei ist, dass einst Engel und Dämonen einen gemeinsamen Ursprung in einem Urwesen mit dem Namen Anu hatten. Anu entledigte sich einst seiner bösen Seite
Diese böse Seite nahm Gestalt an in einem riesigen Drachen mit vielen Köpfen mit dem Namen Taphamet. Jener böswillige Drache und das Gute von Anu kämpften fortan eine Ewigkeit gegeneinander, bis sich die beiden schließlich in einer Entscheidungsschlacht gegenseitig vernichteten. Und aus ihren Überresten entstanden jeweils die Dämonen und die Engel. Aus den Überresten des guten Anu die hohen Himmel. Und aus den Überresten, dem Leichnam des Drachen Taphamet, entstanden die Übel und die Dämonen. Doch auch dies ist wohl besser die Erzählung für eine andere Geschichte.